Er wischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Kummer, noch Weinen, noch Schmerz. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Kampfmusik noch läuft. Und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft. Und Hoffnung. Ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal widerfährt. Ganz ehrlich, bei dem Outfit macht man sich zwangsläufig einen Namen. Den Hals brechen. Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. So. Danke. Scheiße. Du. Du machst so viel, also warum nicht auch noch Möbelpacker, hm? Oh, kann mal einer die Musik ausmachen? Skate hätte das alles konfisziert. Was für eine Fairgrade wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Diese Stadt hat viel durchgemacht, Deputy. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren. Was sagst du? Zieht's euch rein, ihr Fritten. Mary wird dich hier gut verstecken. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Mal gucken. Du machst echt verflucht gute Arbeit, Jungspund. Aber Eden Skate wird nicht einfach so Däumchen drehen. Wenn wir zuschlagen, schlagen sie härter zurück. John wird versuchen, dich aus der Luft aufzuspüren und er wird bewaffnete Konvois auf die Straße schicken, um dich abzufangen. Pass bloß auf dich auf! Falls End ist das Herz dieses gesamten Tals. Wenn du es befreist, ist das schon die halbe Miete im Kampf gegen diese verfluchte Sekte. Ich kenne Mary und Jerome schon seit einer halben Ewigkeit. Gute, ehrliche Menschen. Lassen dich nicht im Stich. Kann es sein, dass der Sound verbuggt ist? Warum plärrt denn das die ganze Zeit? Weil du so ein fleißiges Bienchen bist, war der Widerstand in der Lage, neue Vorräte anzulegen. Guck mal im Laden vorbei, wenn du die Gelegenheit hast. Ich kann dir... Du warst draußen bei Larry Parker? Der Typ ist irre. Als ich das letzte Mal dort war, meinte er, er würde ein Kraftfeld bauen, um die Invasoren abzuwehren. Können wir hier mal über... Das ist doch fein. Guck mal. So, dann hauen wir ja die Munition mal rein. So, guck mal bei den Waffen. Wo ist denn die Waffe, die ich trage? Ich mag ja so Styler und so ein Kram. Hallo? Hab ich da vorbei? Bin ich da... Der Vektor ist natürlich auch nicht so schlecht. Da, genau, zack. Das habe ich. Wie teuer ist denn das? Das ist geistkrank, Junge. So, zurück. Was haben wir denn als Pistolen? Die habe ich. Okay. Nee, ich brauch mal hier. Hätte eine Luger. Nehme ich die? Die habe ich jetzt ausgerüstet, ne? Wäre dumm, wenn ich das jetzt einfach nochmal ändere. Nein, will ich gar nicht.
Was haben wir denn hier Feines? Hier gibt es den Bogen, Bazooka-Kram, hier gibt es Angeln, guck mal. Einfache Angel. Diese Route ist stark und robust, perfekt für alle, die mit dem Fliegenfischen anfangen. Eine mittelmäßige Route fürs Fliegenfischen mit hoher Zugstärke und schneller Rolle. So, ich weiß, wer da gerade einen Ständer kriegt vom Bildschirm. Hilfsgüler bei Dylans Master Bait Shop in den Whitetail Mountains, um diese Angel freizuschalten. Angel an schwierigen Angelplätzen in Hope County und schlage den Rekord in jeder Region, um diese Angel freizuschalten. MG42. Ja, klar. Den habe ich. Großwildjäger, dieser Compoundbogen eignet sich am besten für alle, die auf Jagd und Wildness Lifestyle stehen. Ja, fein. Nee, aber warum? Ich find's schade. Ich find's. Kann ich die nehmen? Ah, nee, das ist ja. Ah, okay, ich verstehe. Ah. Nee. Ich bräuchte eine mit. Oh, ich kann ja eigentlich einen Scope drauf machen, oder? Mal anpassen. Ich müsste es kaufen. Das ist ja dumm. Ich hoffe, ich habe die andere jetzt noch, sonst beiße ich mich mächtig in den Arsch. Ah ne, da ist er. Sehr gut. Guck mal. Ich hab doch da schon einen Scope drauf. Verstehe ich nicht. Ich gehe mal zurück. So, die nehme ich. Guck mal. Ach so, okay, da war. Dieser kosmetische Kram. Nein, möchte ich nicht. Das kaufe ich. Jawohl. Und dann geht's zurück. So, Beute verkaufen. Okay. Ihr Lebensraum wird als sauber, differenziert und gut angebunden beschrieben. Gib's zu, das sind dieselben Worte, die du in deinem letzten Profil beim Online-Dating-Dienst benutzt hast. Mhm. Und mein Foto war ähnlich nass. Muss ich das behalten? Oder muss ich warum? Also erstmal, wer bezahlt für eine Angelzeitung $180? Das ist schon mal ein bisschen interessant. Und zweitens, habe ich jetzt einen Nachteil, wenn ich das verkaufe? Weiß das jemand? Ich lasse es mal weg so lange. Munition, habe ich alles voll. Zurück, zurück, zurück. Das ist ja immer noch die schöne Musik. Das ist ja hervorragend. Ich gehe mal einfach in die Bar rein. Hallo. Du hast eine ganz schöne Show hingelegt. Du hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Eden's Gate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der Ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Scheiße. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Dann hol mir den Witwenmacher zurück. Zeig der Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gib den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Er wird bei einem Getreideheber östlich von dir scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens geeignet. Wenn nur jemand die Musik ausmachen könnte. Hallo. Weißt du, was diese Stadt braucht? Eier. Im Ernst jetzt. Das jährliche Hodenfest von Falls End ist eine jahrzehntealte Tradition. Die Eierfeier ist einer der wichtigsten Anlässe, bei denen alle zusammenkommen und ihre Lieblingsbeschäftigung frühen. Cowboy-Kaviar verschlingen.
einfach dein Moralschub. Und wenn dir Rocky Mountain Austern kein Lächeln auf die Lippen zaubern können, dann kommt eh jede Hilfe zu spät. Leider wurde das Fest wegen dieser gottverdammten Sekte verschoben. Und Casey wird nicht als der Koch in die Geschichte eingehen, der daran gescheitert ist, perfekte Huevos zu servieren. Wir schaffen das. Aber zuerst... Ich will das nicht. ...für die Eierfeier aus dem Lager holen. Ein junger Kerl namens Kenny hat sie in der alten Scheune für mich eingemottet. Ich bereite hier alles vor. Und du gehst rüber und holst, was wir brauchen. Oh. Diese Erleichterung. Oh. Fotomodus? Ach, guck mal. So hässlich sehe ich aus. Beenden. Warum hört er denn bitte mit der Musik nicht auf? Boah. Es ist leid zu tun, ich versuche jetzt einfach mal hier wegzufahren, um die Musik wieder zurückzusetzen. Hört nicht so richtig auf, ne? Warte mal. Speichern. So. Muss mal umstellen hier. Gucken, ob er dann ein bisschen Ruhe gibt. Ruhe! Wunderbar. Okay, jetzt probiere ich mal. Er macht's nicht. Vielleicht muss ich einfach, dass der Konvoi nochmal klatschdixen. Das muss nicht sein. Larry Parker. Ich guck mal einfach zu dem Prepper-Versteck und hoffe, dass auf dem Weg dahin. Oh, das tut mir leid. Ich kann voll gut Quad fahren. Verflucht. Schön. Die Sünde ist allgegenwärtig. Sie treibt uns zu unaussprechlichen Taten. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Ich kenne es aus persönlicher Erfahrung. Aber ich kann dir helfen, nämlich nicht. Es wird schwierig und es wird schwer.
Oh, ich wurde gezeichnet. Ich hoffe, ein bisschen hübsch. Nein. Nein. Ich kann nichts machen. Ich sehe nichts. Ich kann nichts anvisieren. Scheiße, das nicht zu verhindern. Man kann einfach nichts machen. Jetzt werde ich bestimmt in einem dunklen Keller schön unsittlich berührt. Nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Aber ich bin doch sauber. John? Und das, wo deine Mutter Putzfrau war. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Wenigstens hat er mal was an. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen. Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein. Ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsühnung wert bist. Entsühnung ist so ein Wort. Moi. Ey, weg da. Wenn wir einfach beichten. Wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Baggies. Again.
zeig kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Bleib bei mir. Verzeih mir. Eieiei. Töte mich. Beides bitte. Ich will wieder die Kuhs einstellen. Krummbach, Junge. Was machst du hier? Hier nicht. Oh, ihr seid alle so scheiß dämlich, ey. Du bist auch so ein Experte, ey. Dreck aufheben hat Spaß gemacht. So. Diese Verblendeten, jetzt laufen sie davon. Schön, dich zu sehen. Hier drüben, Deputy. Ja, ja, kommen wir ruhig. Jetzt eh noch nach oben. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Ach, hier liegt noch einer. Jede Entführung, die wir stoppen. Für einen Augenblick wehte unsere gesegnete Flagge über dem ganzen Land hier. Wir füllten diese Ecke der Welt mit Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir haben den Lügen und der Tyrannei dieser Unterdrücker ein Ende gesetzt. Aber die Koalition der unwissenden Seelen verabscheut uns und wird nichts aufhören. Obwohl der Kollaps immer näher rückt, setzen uns die Ungläubigen weiter zu. Sie werden die Unschuldigen unter uns erschlagen, um unser Vorhaben aufzuhalten. Seid unser Schild. Tut alles, was ihr könnt, um uns vor ihnen zu beschützen. Bedeutet eine Seele weniger für Eden's Gate. Die Leute kommen hierher, weil es ein guter Platz zum Schießen, Graben und Klappe halten ist. Sei stark und mutig. Sei keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Er wird dich niemals verlassen oder aufgeben. Die schaffen es nicht zu dem Bunker. Oh Lord, the great I am. Oder so ähnlich. Komm her, ich habe einen Plan. Seht ihr den Scheiß an. Ja. Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Doch zum Glück hat der Herr mir die richtige Richtung gewiesen. Wir haben dich wieder, aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Wir müssen zu ihm! Was soll das? Merle zurücklassen! Gib mir Deckung! Ah.
Was machst denn du hier, du kleiner Schatzkeks? Kommen hier auch welche oder bin ich hier alleine? Sieht so aus, als ob wir hier lang müssen. Hallo. So, guck mal. Seilrutsche. Diese Peggys wollen uns wirklich um jeden Preis in Johns Bunker bringen. Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Was ist denn das hier? Ach, das ist die Brücke. Hallo? Da kommen sie. Hallo. Alter. Wo ist denn der? Der Affe? Ich sehe hier nichts. Was ein Scheiß, du Knallkopf. Und du da drüben, du machst irgendwie gar nichts? Dahinter einfach hinter dem Berg. Der Idiot. Dämlich. Das vergesse ich. Hm. Ich mache ihn fertig. Schön in den Arsch geschossen. Hallo. Ah, ja, Schädel. Oh, ey, wie oft er sich auch hinlegt, ey. Ja, kann ich nicht dahin? Weißt du, womit wir es zu tun haben? Sie nehmen uns gegen unseren Willen mit. Ich weiß, du suchst nach deiner Freundin, aber...
Geile Stiefel. Ist nur ein Teil der Gemeinde, die unsere Hilfe braucht. Wenn wir erstmal stark genug sind, befreien wir alle Gefangenen. Versprochen. Die glauben wirklich, dass sie uns retten? Uns retten? Eingesperrt in so einem Drecksloch? Leck mich am Arsch. Diese Feiglinge haben mich überwältigt. Sie sagten, sie retten mich. Ich sollte dem Vater vertrauen. Wer zum Geier ist dieser Vater überhaupt? Die hätten mich abknallen sollen. Bisher war ich nur sauer. Jetzt bin ich fuchsteufelswild. Mhm. Diese Peggys haben... Hast du keine Munition oder was? Was nehmen wir? Ach, nehmen wir einen Hubschrauber. Ja. So, steigen, Neigung, sinken, freies Umsehen. Hä? Warum schießen die auf mich? Aber ich den weggemetzelt habe, aus Versehen mit dem Rotor, ne? Upi, upi. So. Da wollte ich doch eigentlich hin. Was ist denn der Rotorste? Aus Versehen mal einen weg. Und schon bist du hier der Arsch, ey. Da unten geht's auch zur Sache. Jungspund, alles in Ordnung? Hab gehört, was passiert ist. Zum Glück war Jerome zur Stelle, oder? Boateng. War wirklich ein guter Zug von dir, diese Leute vor Johns Reinigung zu bewahren. Er wird sicher nicht gerade glücklich darüber sein. Aber wegen mir soll er sich ins Knie ficken. Meinetwegen. Mach nur weiter so. Das schaut. So, dann gucken wir mal hier in dieses Prepper-Versteck. Oh, da hinten, guck mal. Hm. Ist da jemand? Nee. Sieht's denn hier aus? Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Position für einen Hubschrauber zum Landen. Ach, da sind so Willis da. Scheibenkleister. Hier. Hör doch mal auf jetzt. Ich mach dich richtig fertig. Wen mich jetzt? Mhm. Genau. Hier unten ist das. Was oder wer ist das? Dich selber holen. John und Joseph haben den Tod verdient. Ewig verstecken ist nicht, Mann! Ich brauche echt Hilfe! Das sehe ich, aber wie kann ich dir helfen? Du hast kein E. Weißt du? Das einzige Loch, in dem es Klapperschlangen gleich gibt, ist deins, Junge. Ach, du hast sie... verstehe. Schon gehört? Ich leg mich auch immer in den Dreck und stehe dann im 45-Grad-Winkel auf. Da gibt's einen Riesenvorrat Altmetall. Ich weiß nicht, was die vorhaben, aber sicher nichts Gutes. Ich bin ja auch der akkurate Pfandsammler hier. So, wo ist denn der Opa? Hallo? Hallo? Ah, hier.
MP-Munition. Das ist ja schon mal... Ach, das ist ja keine MP. Was wir auch tun, es funktioniert. Wenn das alles erledigt ist, Sneaky Peaky Baseballschlag, immer schön in den Nacken rein. Wir tun, was der Vater braucht. Ein Baseballschläger in den Nacken tut es aber auch. Was? Hallo. Tauschen möchte ich nicht, aber plündern würde ich euch. Guck mal. Hey, was soll ich denn jetzt? Habe ich jetzt was weggeworfen? Nee. Da. Nur diesen machen. Schön Reload. So. Auch immer alle schreien müssen. Haben die auch Hubschrauber? Verrückt. Ab in das Abflussrohr. So. Mal gucken, was das... Ist das nicht das gleiche Ding, wo wir... Was ist denn das? Eine Ratte. Ist das nicht das gleiche Ding, wo wir vorhin mit dem vermeintlichen Regierungstypen waren? Achso, warte mal. Ich kann ja eigentlich... kann ich ja hier. So, dann komm mal her hier. Falsche Knarre. Falsche Knarre, falsche Waffe. Richtig. Geh mal dahin. Ja, ja. Immer schön vorwärts. Hm? Such die bösen Jungs. Den kompletten Hubschrauber verfolgt und jetzt ist hier keiner mehr. Hm. Komisch, jetzt kann ich es nicht nehmen, oder wie? Ach, ich habe ja schon... Was ist denn da? Was ist das für ein Hubschrauber? Verrückt. So. Was ist das denn? Plündern. Gespannt, wo das jetzt mit dem Prepper-Versteck sein soll, weil in dem Turm waren wir schon drin. Ach, hier ist so ein Zettel, okay. So, wir gucken aber erstmal nach Muni. Das ist sehr gut. Hier kann ich nichts machen. Ja... Reload. Das gleiche machen wir mal bei der. So, ist hier noch irgendwas, was wir das letzte Mal vergessen haben? Mitzunehmen? Nein. Nein.
Lies mal den Zettel. Mr. Strickland, alles ist aufgebaut. Wenn die Sekte ihre Farm angreift, sagen Sie Bescheid und ich nehme die Seilrutsche ganz bis runter zum Versteck und helfe Ihnen aus. Wir müssen einander den Rücken frei halten. Und welche Seilrutsche genau jetzt? Mal so. Mal auf die Karte gucken. Das ist nicht die Karte. Da bin ich. Ist das hier eine Farm? Nee. Das ist auch keine Farm. Wo ist denn hier eine Seilrutsche? Hier waren noch Seilrutschen. Step into the garden. We're gonna lock the gate. We gotta keep out the sinners. We gotta keep out the hate. Look at the horizon. The time is coming near. Look out at the world on fire. Look at the people frozen in fear. We won't listen to their crying. They had their chance to see the light. We won't be handing out no pardons, 'cause the world is gonna end tonight. Shake. Now the sea is flooding and the earth begins to quake. Hear the boom of thunder. It sounds just like the voice. Should've listened closer when they made that choice. We won't listen to their screaming. Had their chance to do.